Hallo und herzlich willkommen zu Kapitel 4, Datentypen und Operatoren. Im vorigen Kapitel haben Sie Variablen kennengelernt. Die haben wir eingesetzt, um Formeln einzugeben, um Berechnungen zu vereinfachen oder um Werte mehrmals zu verwenden. Außerdem haben Sie mit Hilfe von Variablen ja schon auch erste Animationen erstellt. Dazu haben wir bisher ganze Zahlen und Dezimalzahlen verwendet. Was jedoch, wenn Sie jetzt nicht mehr nur Zahlen speichern wollen, sondern vielleicht auch ein Zeichen, zum Beispiel ein M, oder Wörter, Sätze oder Wahrheitswerte wie wahr oder falsch, beziehungsweise true oder false? Das sind jetzt ganz offensichtlich keine Zahlen mehr. Welche Datentypen werden dann dafür eingesetzt? Genau diesen Fragen gehen wir in diesem Kapitel auf den Grund. Wir erweitern unser Wissen über die Art von Informationen, die wir in Variablen speichern können und welche Datentypen wir dann dafür verwenden. Der Datentyp einer Variablen gibt ja Auskunft über die Art der Information, die in der Variable gespeichert ist. Bereits kennengelernt haben Sie den Datentyp Integer, kurz Int, für ganze Zahlen und den Datentyp Float für Dezimalzahlen. Doch warum gibt es eigentlich überhaupt unterschiedliche Datentypen? Uns als Programmiererinnen und Programmierern bietet es Sicherheit. Wir können so festlegen und erkennen, welche Werte eine bestimmte Variable annehmen kann und welche Werte sie überhaupt annehmen darf. Außerdem gibt der Datentyp einer Variable Auskunft, wie viel Speicherplatz sie braucht. Das alles erkennt auch der Computer. Wir Menschen können so auch noch durch diese Unterteilung in verschiedene Datentypen Programme leichter lesen und einfacher verstehen. In diesem Kapitel lernen Sie weitere Datentypen für verschiedene Arten von Werten kennen und Sie erweitern Ihr Wissen, wie man Variablen mit Hilfe von Operatoren verknüpfen kann. Das werden wir dann wiederum nutzen, um unseren Pac-Man noch mehr zu bewegen. Gehen wir nochmals kurz zurück zu Kapitel 3. Da haben Sie gelernt, wie man ganze Zahlen in Variablen vom Typ Integer speichert. Das sieht im Processing ja aus mit Int a und Int b zum Beispiel. Ganze Zahlen können ja positiv oder negativ sein. Wenn wir das im Processing initialisieren, können wir beispielsweise sagen, a ist 1 und b ist minus 1. Jede positive oder negative ganze Zahl kann nun auch als Binärzahl dargestellt werden. Und das ist genau die Darstellung, die der Computer zum Verarbeiten braucht. Wie diese Umwandlung von der ganzen Zahl zu ihrer Darstellung als Binärzahl erfolgt, darüber müssen wir uns als Programmiererinnen und Programmierern Gott sei Dank nicht den Kopf zerbrechen. Was wir aber sehr wohl beachten müssen, ist, dass jeder Datentyp in seiner Binärdarstellung eine fixe Länge an Bits hat. Und das hat zur Folge, dass mit einer Variable eines bestimmten Datentyps nur eine begrenzte Anzahl von verschiedenen Werten dargestellt werden kann. Vergleichen wir das mit dem Dezimalsystem. Wir können zum Beispiel mit einer dreistelligen Zahl maximal 1000 verschiedene Werte darstellen. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen nur positive ganze Zahlen, dann wären das alle Werte von 0 bis 999. So verhält es sich auch mit den Binärzahlen. In einem Bit können wir zwei verschiedene Werte, nämlich 0 und 1, darstellen. Verwenden wir zwei Bits, dann sind es vier, nämlich 00, 01, 10 und 11. Der Datentyp Int hat eine Länge von 32 Bit bzw. 4 Bytes. Daher können mit 32 Bit 2 hoch 32 verschiedene ganze Zahlen dargestellt werden. Da Int-Variablen positive und negative Ganzzahlen speichern können, kann grob gesagt jede beliebige ganze Zahl zwischen ca. minus 2,1 Milliarden bis ca. plus 2,1 Milliarden in einer Int-Variable gespeichert werden. Das sehen Sie auch hier am Zahlenstrahl. Neben Integer gibt es aber auch noch andere Datentypen, die ganzzahlige Werte speichern, nämlich Byte, Short und Long. Sie unterscheiden sich durch ihre unterschiedliche Länge in Bits.
Damit können Sie mehr oder weniger große Wertebereiche abdecken. Byte verwendet eine Länge von 8 Bit. Short-Variablen sind 16 Bit lang und Long-Variablen schließlich haben eine Länge von 64 Bit. In diesem Kurs aber verwenden wir für ganze Zahlen nur den gängigsten Datentyp in Processing, nämlich Int. Kommen wir nun zu den Dezimalzahlen. Auch Dezimalzahlen werden intern vom Computer wieder als Binärzahlen dargestellt. Dazu verwendet der Computer eine Gleitkomma-Darstellung. Das bedeutet, es wird nur eine festgelegte Anzahl von signifikanten Stellen der gesamten Zahl und separat dazu die Stelle des Dezimalpunktes gespeichert. Im Processing wird als Standarddatentyp für Dezimalzahlen der Datentyp Float verwendet. Float verwendet 32 Bit, also 4 Bytes, und eine Darstellungsgenauigkeit von 7 signifikanten Dezimalstellen. Die 8. Stelle ist dann üblicherweise schon nicht mehr genau. Wenn eine Dezimalzahl nun mehr Stellen hat, als darstellbar sind, werden die hintersten Stellen ungenau. Denn es wird versucht, die Dezimalzahl mit den verfügbaren Bits noch so präzise wie möglich zu speichern. Sehen wir uns das anhand von einem Beispiel an. Nehmen wir als Beispiel die Zahl Pi. Wir wissen ja, die Zahl Pi hat unendlich viele Nachkommastellen, also perfekt zum Austesten. So, was wir machen ist, wir deklarieren eine Variable vom Typ Float und nennen sie bFloat. Wir wollen ja Pi drin speichern. So, das machen wir jetzt mit bFloat ist gleich Pi und wir nehmen mal die ersten 15 Nachkommastellen. So, wir wollen das Ganze jetzt ausgeben und dann schauen wir, was Processing dazu sagt. Et voilà, hier ist die Ausgabe. Und wir erkennen schon deutlich, Pi hat in keinem Fall die ersten 15 Nachkommastellen, die wir eingegeben haben, sondern nur mehr weniger. Wir sehen auch schon, dass die 7. Nachkommastelle von Pi schon ungenau ist. Eigentlich wäre das ja eine 6, aber Processing macht eine 7 daraus. Sie sehen also, die Zahlenbereiche der verschiedenen Datentypen sind alle verschieden groß. Aber lassen Sie sich nicht zu sehr verwirren. Behalten Sie einfach im Hinterkopf, dass die Anzahl der darstellbaren Werte begrenzt ist und dass der Einsatz von Dezimalzahlen immer mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet ist. Wenn Sie eine Dezimalzahl nun zuweisen, achten Sie auch darauf, dass Sie kein Komma, sondern einen Dezimalpunkt verwenden. Beistriche haben für Processing nämlich eine andere Bedeutung. Zum Beispiel trennen Sie Parameter. Daher würde Processing die Zahl dann nicht verstehen und eine Fehlermeldung anzeigen.